meinem neuen Video. Tut mir leid, wenn die Lichtverhältnisse nicht ganz in Ordnung sind. Es ist schon spät am Abend und draußen ist dunkel, deswegen müsste ich das mit dem Licht machen. So, ich habe heute für euch mehrere Hauls. Ich war nämlich shoppen und daher, dass es lange auf meinem Kanal so ein Video nicht gab, habe ich gedacht, mache ich mal für euch. Der erste Einkauf beginnt bei Action. So. Was haben wir da gekauft? Süßigkeiten, das sind Haribo-Mix, Fun-Mix heißt es, verschiedene Haribo-Sachen, die man kennt, Gummibärchen, Cola und sowas. Und ja, hier sind 300 Gramm und das hat 1,59 Euro gekostet. Als nächstes haben wir für die Paula so ein Stapel. Turm gekauft. Die hat ja im Dezember Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Deswegen haben wir gedacht, sowas wäre vielleicht für sie ganz interessant, weil sie mag sowas gerne, so Förmchen fummeln und sowas. Deswegen, ja, das sind solche Türmchen, die man hier baut. Und dann gibt es noch ein Eimerchen. Und da kannst du auch noch kleinere Förmchen stapeln. Der ist jetzt ab 10 Monate und mehr. Und ich denke mal, das ist ganz gut für sie. Der hat 6,95 Euro gekostet. So. Dann durften zwei solche Duftbäumchen fürs Auto mit. Einmal in Zimmenta, also was ist das? Minze und einmal Zitrone. Und die haben jeweils 97 Cent gekostet. So, dann durften sich die Kinder zwei Schoko-Adventskalendern mitnehmen. Jan hat sich den hier mit Puff Patrol ausgesucht. Das sind 24 Türchen mit Schokolade. Und Lea hat sich den mit dem Weihnachtsmann ausgesucht. Das sind auch 24 Türchen. Und ja, ganz normal für jeden Tag aufzumachen. So. Dann durften sich die Kinder jeweils ein kleines Spielzeug aussuchen. Jan hat sich so eine Gummischlange ausgesucht. Die fand er ganz cool. Er findet langsam, oder er mag jetzt gerade solche Tiere mehr spielen. Und ja, hat sich so eine Schlange ausgesucht. Und die riecht ein bisschen gummimäßig, wie diese Lummibänder oder wie die heißen, ist ja noch, womit man so flechtet, so etwas riecht das. Naja, hat 99 Cent gekostet. So, dann hat sich der Jan zum Nikolauslaufen und überhaupt zu Weihnachten, hat er diese Mütze gesehen und hat gesagt, oh, die will ich unbedingt haben, die sieht cool aus. Und die hat auch 79 Cent gekostet, also da kann man ja wohl nichts dazu sagen. Genau, wenn die mal Nikolaus laufen, kann er sie anziehen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie sie gemacht ist. Also muss ich sagen, ja doch, eigentlich schon. Finde ich sie nicht schlecht. So. Und die Lea hat sich so eine Kamera ausgesucht von My Little Pony. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wir haben es noch nicht ausgepackt. Gucken wir mal, packen wir aus. Ist ab 3 Jahren und hat 82 Cent gekostet. Dann durften solche Kaminanzünder mit. Es sind 32 solche Würfel und eine davon kostet 59 Cent. Dann durften auch was für die Hunde mit, und zwar solche Knochen mit Speck oder was das ist, keine Ahnung. Die holen wir immer. Unsere Hunde kriegen das als Leckerlis. Die finden das ganz lecker und haben länger was zum Kauen. Es sind 100 Gramm und die haben 1,29 Euro gekostet. So. Dann bräuchten wir solche Lampen oder wie die auch immer heißen, Laternenhalter, genau. Weil wir haben nämlich am Montag Laternenumzug und normalerweise haben die Kinder welche, aber ich habe die irgendwie weggepackt, ja, bin es nicht mehr. Und jeder von denen hat 72 Cent gekostet, einmal in Blau und einmal in Lila. Dann habe ich mir so eine Airwick-Kerze mitgenommen mit Vanillegeruch
Und ja, ich finde die Kerzen eigentlich ganz angenehm. Die riechen sehr schön und halten auch lange. Und die hat 1,95 Euro gekostet. Dann hat sich Lea zum Nikolauslaufen, oder etwas Weihnachten, zum Anziehen solches Haarreifen ausgesucht mit zwei Schneemännern. Und der hat 99 Cent gekostet. So, was wir noch mitgenommen haben, ist so ein LED-Projektor heißt der. Das heißt, er ist auf Batterien oder auf Strom und der macht quasi projiziert oder reflektiert das Bild, was hier drauf gemalt ist, auf die Wand. Man kann es drinnen wie auch draußen machen. Wir würden es gerne mal draußen ein bisschen zu Weihnachten schmücken, weil wir halten da uns eher ein bisschen schlicht. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ach komm, nehmen wir es mal mit und probieren wir es aus. Es gibt 4 verschiedene Designs und ja, mal gucken, wie das wird. Er kann 3,5 Meter Entfernung, muss man ihn von der Wand wegstellen. Und er hat 6,49 Euro gekostet. Genau. Und was wir noch für die Paula mitgenommen haben, ist so ein Kinderpiano mit verschiedenen Tieren und verschiedenen Musikweisen, wo sie ja selber draufdrücken kann. Das ist ab 12 Monate. Und wie gesagt, mal gucken, ob sie das zu Geburtstag kriegt oder zu Weihnachten oder das andere Geschenk. Wir überlegen uns da. Auf jeden Fall fand ich das gar nicht so schlechte Idee und das hat 9,99 Euro gekostet. Genau. Und was ich noch mitgenommen habe, ups, ist schwer, so eine Pfanne, die ist 28 cm Durchmesser mit einem Deckel, also hier ist der Deckel dabei, die ist relativ schön tief hier, der Griff ist ja ganz angenehm, ein bisschen schwer, aber es kann auch sein, dass es an dem Deckel liegt und ja, ich habe mal eine wieder gebraucht und ja, mal gucken, wie die so sein wird, die hat auch 9 Euro 96 oder 69, so um den Dreh, also fast 10 Euro gekostet. Genau, das war mein Action-Haul. Dann wollte ich euch noch zeigen, bei Lidl gab es diese Woche Donnerstag, also am 8. November und ich glaube, die gibt es immer noch oder müsste noch bis nächste Woche geben. Und zwar solche Tintenstifte. Viele Eltern werden das bestimmt kennen. Der Jan hat es auch. Er hat diesen Stift und hat auch viele verschiedene Bücher dazu. Und er findet das ganz toll. Er macht sich das immer an. Der kann da Lieder hören und spielen. Und ach, was weiß ich, viele verschiedene Dinge. Und die Lehrer wollte unbedingt auch eins haben. Und da haben wir gesagt, gut, der war jetzt im Angebot. Sonst kosten die 35 Euro. Der hat jetzt 28 Euro gekostet. Nur natürlich ist hier nur der Stift drin, weil wir wollten nur den Stift haben, weil Jan hat ja genug Bücher und die Lea kriegt dann noch 1 oder 2 Bücher extra, nur für sich halt Mädchensachen und alle anderen Bücher können sie sich teilen. Das kriegt sie halt entweder zu Weihnachten oder nächstes Jahr im April zu Geburtstag. Genau. Dann, was ich noch zeigen wollte, auch bei Lidl gibt es solche Adventskalender. Nicht mit Schokolade, sondern mit Spielzeugen. Und hier hat sich der Jan das mit Gras ausgesucht. Hier auf der Rückseite kann man gut sehen, was da alles gibt. Hier gibt es solche Autos und Lineale und Bleistifte und Sticker und Ketten und Schlüsselanhänger. Also sehr viele verschiedene Sachen und ich finde das eigentlich auch ganz cool, nicht nur jedes Türchen aufzumachen, um Schokolade zu essen, sondern auch mal ein Spielzeug zu haben, wo man sich drüber, denke ich mal, mehr freut, als man die Schokolade aufgegessen hat und fertig. Und die Lea hat auch einen, ich zeige euch mal. Die Lea hat von Anna und Elsa. Genau. Sind auch viele verschiedene, viele verschiedene Sachen, die man hier sieht. Es sind Ringe dabei, sind Figürchen dabei, Spangen sind dabei, Haargummis, Ketten. Also auch sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, als Kind jedes Türchen aufzumachen und von seinem Lieblings
da, sage ich mal jetzt, irgendwas zu haben und zu tragen. Und die Leia ist eh gerade so auf Mädchentrip mit Anna und Elsa und ich finde das ganz toll, alles was mit denen zu tun ist. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir das mit. Jeder Kalender hat 12,99 € gekostet. Natürlich ist es nicht günstig, aber ich denke mal, wenn man sich die ganzen Dinge einzeln ausrechnet, wenn man sie kauft, würde es, glaube ich, mehr kosten, als wenn man 12,99 € ausgibt. Und dann, was ich euch noch zeigen wollte, ich mag diese WC-Reinigungsdinger oder wie man die nennt, also die hängt man in die Toilette rein. Und die waren jetzt auch im Angebot bei Lidl für 89 Cent und ich finde die wirklich gut. Die halten die Toilette sauber, die Toilette riecht nicht und wenn man spült, kommt jedes Mal so ein blaues Wasser. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm, wenn man das auf die Toilette macht. Genau, das war Lidl und Action und jetzt kommt noch ein anderer. So, und jetzt zeige ich euch noch, was wir beim Laden Bäcker gekauft haben. Wer es kennt, so wird es geschrieben. Ich denke mal, viele kennen es bestimmt. Und dann fangen wir mal an. Das erste, was wir uns genommen haben, so ein Riesenkorb. Hier passen 43 Liter. Ne? Und der ist sehr flexibel, sehr leicht. Natürlich grün, aber ich denke mal, das macht nicht Sinn. Haben wir uns für Holz gekauft, damit wir immer damit Holz von draußen holen können. Und der hat 4,99 € gekostet. So, als nächstes habe ich mir so einen Sprühlack mitgenommen in Weiß, weil ich habe so alte Kinderstühle und Tisch bei Paula im Zimmer stehen und damit habe ich das oder die Hälfte davon damit lackiert, damit es in Weiß ist. Und da ist mir die Farbe ausgegangen, da habe ich den neu mitgenommen. Ich weiß ja nicht, wie die ist, aber müsste eigentlich gehen. Die ist für Holz, Metall, Glas, für innen und außen gedacht. Genau, und die hat, glaube ich, 4,98 € gekostet. Genau. Noch einen Korb nehmen. Dann bräuchte ich so einen Zeitschalter, steht drauf, heißt es. So ein Ding für meinen Trockner, damit ich nicht jedes Mal runterlaufen muss, wenn der Trockner fertig ist, damit er sich selber automatisch abschaltet. Und hier kann man sich das mit der Uhrzeit variieren und dann steckt man es rein und gibt man die Zeit an, zum Beispiel 1:10 und nach 1:10 schaltet sich automatisch ab. Und er hat 5,99 € gekostet. So, als nächstes haben sich die Kinder Kakao ausgesucht. Das ist jetzt Nesquik. Ja, stehen ganz normal Nesquik. 1,49 €. Hier sind, wie viele Kilo sind denn hier? 450 Gramm. Also ganz unverständlich. Oh, ist irgendwas ausgelaufen. Ein bisschen nass, ne? Dann stehen die Kinder momentan, jetzt hatte ich da noch irgendwo eine, weiß nicht, auf solche Röhrchen oder was das ist. Die machst du in die Milch und dann kannst du die Milch so hochziehen und dann schmeckt es nach Vanille und Kakao. Hier sind 5 Stück drin und die haben 99 Cent gekostet. Genau. Dann, was ich mir noch mitgenommen habe, sind solche Marshmallows oder was das ist. Solche Kekse einfach zum Kaffee trinken oder sonst was. Und die haben auch 99 Cent gekostet. Ja, kann auch nicht besser laufen, oder? 99 Cent. So, dann habe ich mir solche Servietten gekauft für Weihnachten. Hier sind so Kugeln und sowas drauf. Und die haben, Moment, ich hatte die vorhin gefunden. Ich glaube. Na, wo bist du denn, Menschenskind? Servietten hier oben. Auch 99 Cent gekostet. Genau. Dann habe ich von Tuck solche Kekse mitgenommen. Das sind jetzt Zwiebelngeschmack und Quark, also Quark- und Zwiebelngeschmack.
sind 100 Gramm und zwei Packungen haben wir davon, 59 Cent. Und hier ist einmal mit Paprika. Dann wollte ich abgeben diese anderen Stäbchen, seht ihr? Das mit Kakao und das andere war mit Vanille. Und was ich nochmal ausprobieren wollte, bis jetzt habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen, von Malte. Diese Tütchen, das ist Gyros, wie man Gyros zubereitet. Und ein Tütchen kostet 39 Cent. Ja, mal gucken. Probieren wir es mal aus. Dann habe ich mir so ein Tee mitgenommen. Tee mitgenommen. Wo ist er? Ach Mensch. Wenn ich es wieder nicht nass kriege. Auf jeden Fall irgendwas mit 99. Ah, hier. 1,99. Genau. Eis, Karamell, Apple Pie. So. Dann hat mein Mann sich solche komischen kleinen Spateln mitgenommen. Die kosten 2,59. Braucht er anscheinend die Arbeit. Dann hat er noch so eine kleine Kelle oder was das ist. Ah. Flachspatel. 1,70. So ein Ding. Keine Ahnung, was man damit macht. Und dann nochmal ein Päckchen Gyros. Gyros. Und dann habe ich hier die leeren neue Haarspangen mitgekauft. Hier sind Spangen und Haargummis. 1,39 Euro. Dann hat sich. Das war jetzt knapp. Solchen Scheiben mit Eisen mitgenommen für den Winter und eine Flasche kostet 99 Cent und wir haben zwei Stück mitgenommen. Das ist aber so komisch, dass sie sich das hier so dreht. Was ich jetzt hier nicht habe, ist noch Frostschutzscheibenwasser. Haben wir für 2,89 mitgenommen. Und dann habe ich noch solche Wellenmühlen mitgenommen und die kosten, ich weiß nicht, auch um 1 Euro. Genau. Das hier. Und dann waren wir noch bei Penny, aber da haben wir nur Lebensmittel gekauft. Einmal feuchte Tücher für die Paula, Brötchen, Haribo und Chips und sowas, deswegen denke ich mal, dass ich euch das nicht unbedingt zeigen muss. Und dann waren wir noch bei Kik und da haben wir von Florek ist das für unterwegs. Solche Leckerlis für die Hunde mitgenommen, zwei Packungen, das ist erstmal die eine, die andere ist schon weggepackt. Und die kosten 1 Euro und die sind 200 Gramm und so soll, wie viel unterwegs, wenn man lange unterwegs ist, wie Futter halt, dann gibst du 3 oder 2 Stück, kommt drauf an, wie groß dein Hund ist. Und dann gibst du sowas. Genau. Und dann haben wir noch für die Lissi, ich zeige euch das mal später in dem Video gleich, haben wir für sie so ein Katzenhäuschen, ist das normalerweise geholt, wo sie dann halt nachts reingeht und schlafen kann, weil jetzt schläft sie in so einem offenen Korb, was hier im Wohnzimmer steht. Und ich möchte einfach, dass sie bei mir im Schlafzimmer ist, weil Sunny hat auch so ein Körbchen. Und deswegen haben wir für die Lissi auch eins geholt. Und der kostet 9,99 Euro. Gibt es eigentlich immer entweder bei Kik oder bei Teddy sowas. Aber diesmal habe ich etwas länger gesucht nach einem. Und es gab einen bei Kik. Den habe ich geholt, den zeige ich euch auch gleich. Ja, ansonsten war es das mit meinem Einkauf. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Sachen zeigen, die ihr vielleicht auch für euch wünscht als Kind oder als Elternteil so ein bisschen Inspiration kriegt, was ihr den Kindern zu Weihnachten schenken könnt, weil ist ja nicht mehr so lange. Deswegen ja. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, auf die Glocke drücken. Falls ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen habt, wie immer in die Kommentare schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!